Hallo, endlich mal wieder nach langer, langer Zeit ein Hair-Tutorial von mir. Ihr seht, es sieht schon ziemlich ähnlich zu einer Frisur, die ich gemacht habe, ist aber ein kleines bisschen anders. Jetzt habe ich hier gerade ein Bandana dazu drin, zeitlich geknotet, aber das ist total wandelbar. Vor allem hier, wenn ich das Tuch rausmache, sieht es eigentlich relativ elegant aus, sehr gut geeignet für die Schule oder für die Arbeit. Und besonders, vielleicht auch sogar für einen festlichen Anlass, wenn man Blumen reinmacht. Oder dann eher für den Freizeitlook. Oder auch natürlich auch für die Arbeit, kommt natürlich darauf an, was man für einen nimmt. Einen Haarreif. So, das ist so dieser Tinkerbell-Dutt, würde ich sagen, weil er halt so weit oben ist und auch so vom Pony, in Anführungszeichen, her sehr ähnlich sieht wie die kleine Fee vom Peter Pan. So, und wenn ihr gern wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran. Okay, ihr braucht dafür einmal eine Haarbürste und einen Stielkamm und am besten auch so ein, zwei so Haardonuts. Also ich nehme zwei, weil ich mag das halt ziemlich groß und voluminös. Ach, eins meiner Lieblingswörter. Und dann natürlich Haarnadeln. Und dann eventuell auch Blumen oder Schleifen oder auch ein Bandana. Und ja. Ja, genau, ganz wichtig, zwei Haargummis. Und zwar einer, der schon etwas weiter ist und auch nicht gleich reißt. Und ja, der andere kann so ein ganz normaler sein. Gut, dann fangen wir an. Okay, als erstes natürlich die Haare durchkämmen. Habe ich natürlich vorher auch schon ein bisschen gemacht. So, und dann, wie immer, fangen wir mit einem Seitenscheitel an. Und zwar sollte der schon etwas weiter rechts sein, nicht zu mittig. So, ja, hier, wo das Auge aufhört, ungefähr auf der Höhe. Dann gehen wir am Ende, und zwar wirklich ziemlich, ziemlich weit hinten, erstmal rüber. So. Und dann wieder, diesmal gar nicht so weit vorne, wieder nach vorne. Also nicht zu weit drüben nach vorne, so dass jetzt wieder so dieses typische Viereck entsteht. Und das brauche ich gerade nicht. Also wieder wegbinden, wegklipsen, irgendwie aus dem Weg bringen. So. Genau. Dann die restlichen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammenbinden, und zwar etwas höher. So, also wenn man das jetzt von der Seite so sieht, ungefähr auf der Höhe. Natürlich nehme ich da noch meinen Kamm und mache den Pferdeschwanz ein bisschen schöner, dass der nicht so wusa aussieht. So, genau, diesmal wirklich gucken, ob man alles erwischt hat. Und dann mache ich einen ganz normalen Pferdeschwanz. Der sollte auch wirklich etwas fester sein, also dass er wirklich gut hält, nicht so ein lockerer. Gut, so, jetzt nehme ich meine zwei Haardonuts, es geht auch mit einem und es geht notfalls auch ohne, aber ja, wir bescheißen hier ja ein bisschen öfter. Also nehme ich die zwei einfach so übereinander, ziehe die durch. So, und jetzt brauche ich den etwas elastischeren Haargummi und dann lege ich, also dann habe ich ja die Haare hier so, dann lege ich nämlich erstmal einen Knüll und lege den so drüber, dass ich wirklich alles abgedeckt habe von diesen Haardonuts, dass man davon nichts mehr sieht. Das kann unten durch noch ein gutes Stück raushängen. Gehe einmal drüber, drehe den Haargummi so, dass es also sozusagen schon festgeklemmt ist, und nehme den Rest und lege den nochmal drüber. So, dann sieht das so aus. Genau, das kann man jetzt noch ein bisschen
größer zupfen, aufpassen, dass man nicht zu viel zupft, weil wenn dann was rausgeht, das muss man dann alles mit einer Klammer festmachen. So, sieht mal ganz gut aus. Der Rest kann man noch später verschönern, so Sachen wie hier hinten, die jetzt wegstehen. Und zwar nehme ich jetzt mal jetzt vorne den Teil wieder auf und dann kämme ich den schön nach vorne. Und jetzt hier auch gleich etwas zur Seite. So. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt nehme ich den Teil, dass der oben wirklich auch alles abdeckt. So. Also. Hier ist alles noch schön breit drüber gefächert. Und hinten drehe ich es einmal nach innen ein. Und ziehe es ein ganz kleines bisschen nach hinten. Und es darf ruhig ja, ein bisschen lockerer hier vorne sitzen. Ja. So, und wenn es jetzt weiter hinten ist, dann nehme ich erst eine Haarnadel und stecke die von unten rein. Dann nehme ich eine zweite Haarnadel, stecke die von oben rein, ganz leicht schräg drüber. Und dann nehme ich eine dritte Haarnadel und stecke die über beide, damit die sozusagen fest sind. Das Kreuz wird jetzt festgepinnt. So. Jetzt habe ich hier so einen Schüppel und das hat schon seinen Sinn, weil diesen Schüppel, den nehme ich jetzt von unten, also da hängt er runter, nehme ich einfach von unten und drehe den einmal so drüber. So, und dann stecke ich das lose Ende gleich hier unten rein. Genau, so, dann brauche ich bloß wieder eine Haarnadel, mache das unten fest, da wo ich es reingesteckt habe. Einmal, man kann es auch zwei- oder dreimal feststecken. Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig, weil es ist natürlich blöd, wenn die Haare mitten im Tag dann aufgehen. So. Und da kann man dann auch gleich dabei so wegstehende Schippe auch noch gleich mit reinpinnen. Gut. Und wenn jetzt sowas noch wegsteht, kein Problem. Dann nehme ich dann die älteren Haarnadeln, die schon oben so ein bisschen auseinander gehen. Nimm das Ende. Steckt es hier einfach so rein, weil man hat ja die Haardonuts drunter, hat also sozusagen Material, wo es hält, man muss sich das nicht selber ins Hirn rammeln. Ja, und also ich finde so ein bisschen dieser Tinkerbell-Look, ja, wie die kleine Fee von Peter Pan, weil die halt auch so einen hohen Dutsch und so ein Buschel auf dem Kopf und ich finde es eigentlich ganz nett. Und dann kommt es halt wieder ganz drauf an, wie man das Ganze gestaltet, weil... Ich pinne hier noch nebenher so ein paar Sachen fest. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich habe hier so Blumen, wenn ich die jetzt hier feststecke, einmal, oder vielleicht sogar, ich habe noch eine zweite, zweimal, dann sieht es schon wieder etwas eleganter aus. Oder. So, man kann also eben Blumen machen oder man kann auch einen Haarreif reinmachen. Ach, mit Schleife gleich, ja, ist auch ganz nett. Oder jetzt wieder das allseits beliebte Bandana oder Bandana. Also ich könnte es einmal zum Beispiel breit falten und dann einfach hier so knüpfen, oben. So. Oder was ich auch letztens gesehen habe, was echt süß aussah. Das muss ich fast nochmal aufmachen ein bisschen. Kampf mit dem Tuch. So. Man kann den Knoten auch seitlich tragen. Das ist auch ganz süß. Ist halt einfach Geschmackssache. Für manche ist dieses ganze Tuchgetrage vielleicht gar nichts. Die mögen halt lieber die, also jetzt hier so schräg und dann hier seitlich zusammenbinden. Die mögen halt lieber Haarreife oder gar keinen Haarschmuck. Es geht ja auch ohne. So. Das wäre auch eine Option. So. Ja. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann Daumen nach oben. Und ich hoffe, ihr schaut mal ein bisschen in meine anderen Videos noch rein. Und dann hoffentlich bis bald. Tschüss.